ein Thema des ersten Workshops war Freezing bei Parkinson. Da habe ich versucht, den Betroffenen aufzuzeigen, wie Cueing funktioniert. Cueing sind externe Hinweisreize, die den Betroffenen helfen sollen. Dieses Freezing, was bei 50% circa der Parkinson-Betroffenen ein Thema sein kann oder wird, wie sie dieses Freezing überwinden können, wie man damit umgeht. Zum einen natürlich mit einer guten medikamentösen Einstellung. Und da es aber da immer noch Zeitfenster gibt, wo das ein Thema sein kann, sind wir Therapeuten natürlich da ganz wichtig, um den Patienten eben hilfreiche Informationen an die Hand zu geben. Im zweiten Workshop ging es um den Einsatz von Stöcken bei Parkinson-Patienten. Da eignet sich natürlich in der Frühphase das Nordic Walking, was man nicht in seiner vollendeten Form anwenden kann und wird, weil die Betroffenen doch ein paar Einschränkungen haben. Aber man kann ganz gute Erfolge erzielen mit dem Nordic Walking bezüglich des Gangbildes, des Gleichgewichtsverhaltens, Ausdauer, Armbewegungen. Hat sehr viele positive Dinge, die damit mit erzeugt werden können. In späterem Verlauf kann man aber auch die Stöcke zum Stabilisieren einsetzen, sprich bei Gleichgewichtsproblemen können die Stöcke durchaus eine Alternative sein zum Gehwagen oder Rollator. Sieht etwas sportlicher aus und wie gesagt, der ein oder andere Patient profitiert vom Einsatz von Stöcken. Das waren so meine Schwerpunkte. Ich hatte das Gefühl, dass die Patienten sehr zufrieden waren, hatten viele neue Informationen erhalten, die sie jetzt hoffentlich hilfreich in ihrem Alltag zum Einsatz bringen können. Meistens sind es immer individuelle Probleme dann, also jetzt auch in diesen zwei Workshops waren natürlich Betroffene da, die Probleme haben mit Freezing bzw. Unsicher sind und Fragen hatten zum Einsatz vom Stock, wie wird der Stock richtig eingestellt, wie setze ich den richtig auf und ich denke, da konnte man schon ein paar gute Tipps und Hinweise geben. Patienten sind immer sehr dankbar für Verbesserungsvorschläge.